Heute ist unser Krippenfachtag im ECO zu diesem Thema der Peer-Eingewöhnung für Kinder unter 3 Jahren. Das Thema der Eingewöhnung ist ein ganz wichtiges Thema in all unseren Kitas, auch in verschiedenen Altersgruppen, weil es mitunter die ersten Trennungserfahrungen der Kinder sind, insbesondere wenn sie das erste Mal eine Krippe betreten. Es ist auch ein ganz großes Thema für die Familien, die ja auch, dass ihr Kind das erste Mal in eine institutionelle Betreuung geben. Es ist ein sehr großes und umfangreiches Thema, weil Kinder sind sehr unterschiedlich, Familien sind unterschiedlich, sie bringen viele, viele Kompetenzen mit, wo es wichtig ist zu schauen, wo knüpfe ich an, was nutze ich, was nutzen die Kinder untereinander. Und daran anknüpfend findet heute der Fachtag statt. Es wurden die Leitungen, die Fachkräfte, auch die zusätzlichen Fachkräfte für sprachliche Bildung eingeladen, daran teilzunehmen. Und ja, das Interesse hat gezeigt, dass es wirklich ein wichtiges Thema ist. Wir haben uns heute hier versammelt, um einen Fachtag zum Thema Peer-Eingewöhnungsprobe zu machen. Wir tauschen uns heute alle ein bisschen aus, wie es in den anderen Kitas so läuft. Wir nehmen ganz viele neue Erfahrungen mit. Was läuft gut, was läuft vielleicht noch nicht so gut, und sind einfach zusammen, um uns heute zu treffen und einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch zu haben. Wir haben auch viele neue Informationen eingelegt bekommen und war sehr, sehr schön. Der Austausch mit anderen Kollegen war sehr interessant. Wir haben sehr viel Erfahrungen zusammengesammelt. Wir haben auch bereits in unseren Einrichtungen konzeptionell in verschiedenen Kitas das Thema der Peer-Eingewöhnung verankert. Und weil uns das Thema so wichtig ist und auch in den Kitas ein ganz großes Thema ist, haben wir das schon mal begonnen zu diskutieren in unserem regelmäßig stattfindenden Krippenworkshops mit den Fachkräften, woran wir sicher auch noch weiter arbeiten werden, dass Übergänge gut gelingen und auch als das erlebt werden, was sie sind, nämlich dass ganz, ganz viele neue Erfahrungen gemacht werden in kürzester Zeit, die sowohl mitunter auch stressig sind, aber auch immer auch eine Chance auf Entwicklung und Weiterentwicklung geben. Es ist auch schön, dass die Transparenz geschaffen ist zwischen Fachkräften und Leitungen, dass wir uns alle heute mal zusammen treffen können und einfach wirklich einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch haben an diesem schönen Tag.